Reinsen. Weiter geht's mit den Reviews und zwar heute nach Norwegen, wie schon bereits angeteasert. Und zwar, erstmal Prost, das Self-Titled-Debüt von Signing, was jetzt kurzem erschienen ist über Third to Possession, Trondheim Black Metal. Mal wieder dieselben Leute. Nämlich, wir haben Mitglieder von Knuckle-Clan, Mitglieder von Manes und Mitglieder von Wardom Rife. Das Ganze ist, ich weiß jetzt nicht, ist das eine EP, ist das ein Album? Ich weiß nicht, aus was das gerade aufgeführt wird. Es geht nämlich nur 33, 34 Minuten. Und besteht aus drei Songs. Ich weiß gar nicht, also, manche Metal Archives führt es als Album auf, bei uns als Promo ist es als EP angekommen, deswegen bin ich mir da jetzt nicht sicher. Trondheim Black Metal in Norwegen. To Possession. Es ist ein sehr spezielles Album schon mal vorweg. Und es erinnert mich stark, so was den Vibe und so angeht. Und gerade weil es dieselben Vokale sind, ich hol's mal kurz. Es erinnert mich stark an die Jack Begraver von Knöckelklang, gerade weil es der selbe Gesang ist. Auch hat beides relativ viele Burzum-Vibes hier noch stärker vertreten als bei, also hier noch stärker vertreten als bei der Signing. Die Songaufteilung ist auch die gleiche. Ein Song in allen Tempolagen als Opener, dann ein langsames Stück und dann zu guter Letzt ein reines Ambient-Stück. Das ist auf beiden Werken identisch. Was noch identisch ist, ist die Hoffnungslosigkeit und die Depressivität, die das Material ausströmt. Und ja, es ist der Unterschied, die Unterschiede sind recht überschaubar, aber die sorgen trotzdem dafür, dass es sich unterschiedlich anfühlt. Das Debüt von Knockel, also das hier, ist deutlich depressiver, während die Signing, worum es ja heute geht, deutlich gespenstischer ist, deutlich finsterer in der Atmosphäre, weniger depressiv als die Knockelklang jetzt, weniger, ja, sondern mehr so, ja, so Friedhofsatmosphäre, wie ich das geschrieben habe. Der Opener, ziemlich geiler Song, der recht lang gebraucht, um, oh, irgendwas ist umgefallen, der recht lange braucht, um mit Fahrt zu kommen, aber schon Stimmung aufbaut, mit einem sehr recht langen Ambient-Intro anfängt und dann mit einem sehr getragenen Riff startet und dann dieser typische Gesang, den man auch vom Knockelklang kennt, dieser verzweifelte, den finde ich so gut, also den fand ich schon bei Knockelklang richtig geil, dieses verzweifelte Schreien, was einfach deutlich deprimierender ist als dieses hohe Gekreische, was so DSBM-Bands fahren. Das ist deutlich deprimierender. Und dadurch ist das so trist, so hoffnungslos und man wird so langsam reingezogen in diese finstere und komplett verlassene und unschöne Welt und ab der Hälfte wird es dann extrem stürmisch, also geblast Parts, aber immer wieder so Keys, Synths halt, also der Ambient-Part ist ja nicht nur auf den Ambient-Song beschränkt, sondern es gibt immer wieder so Ambient-Passagen, die das Ganze deutlich düsterer und irgendwie noch trister. Im zweiten Song manchmal so ein bisschen leichte sakrale Note. Der Song ist komplett im unteren Tempo, wodurch das schon so in die Richtung der langsamen Stücke, sowas wie. Es geht in die Richtung von Dunkelheit. So vom Vibe, vom Tempo, von der Atmosphäre, aber deutlich finsterer und mehr so, ja, mehr so in die Friedhof-Katakomben-Richtung, als also weniger Dip. Ne, die Dunkelheit ist ja komplett nur depressiv, aber da ist noch so was Düsteres, so was Gespenstisches, so was, also. Wie als würde man ja, Dunkelheit und dann mit, ja, mit der Atmosphäre von verlassenen,
verlassenen alten Gemäuern, wo so stapelweise noch Särge rumstehen. So, wenn man das miteinander verbindet, dann kommt man zu dem zweiten Song, so von der Atmosphäre her. Er ist recht ähnlich zu so Sachen wie Dunkelheit, aber deutlich düsterer. Und wie gesagt, er hat sowas Finsteres und Unwirkliches. Und der dritte Song ist dann so ein typisch, nicht typischer, aber es ist so ein Dark Ambient Stück, was recht abwechslungsreich für einen Ambient Song ist. Auch da wieder also selbst der Song ist mit Gesang. Ich kann ja nicht so viel sagen, es geht nur eine halbe Stunde, aber die beiden Black Metal Songs sind richtig geil. Der Opener schön variantenreich. Der zweite Song ist quälend monoton im positiven Sinne, also wirklich sehr karg, sehr. Also, das ist niederschmetternd, weil es einfach komplett monoton, komplett einfach quälend ist und du hoffst auf Abwechslung und dadurch ist es komplett deprimierend und ja. Also, es ist deutlich lebensverneinender als so DSBM-Sachen, weil es einfach eine krasse Atmosphäre hat, der Gesang geht unter die Haut, die Ambient-Passagen fügen sich hervorragend rein, der kurze, schnelle Moment, geht glaube ich 3 Minuten oder so, aber trotzdem, der schnelle Moment fügt sich hervorragend rein, es ist brutal, kurz, aber vor allem niederschmetternd, lebensverneint und finster und unwirklich. Und wer auf die Knorkelklang steht, oh, der. So, was kann man noch so? So, also all dieser Bursum-Style Black Metal so, aber halt. Und so Dark Ambient Black Metal oder auch entfernte Ruins, also die langsamen Momente von Ruins, nicht die. Der sollte mal das Album reinziehen. Also es ist bisher unter meinen Top 10 Black Metal Releases für dieses Jahr. Es ist echt großartige Atmosphäre und es ist so verdammt niederschmetternd. Also da kommt in Sachen kaputt und nicht kaputt, aber in Sachen Hoffnungslosigkeit, glaube ich, kann man da nichts mehr draufsetzen, weil das ist für dieses Jahr schon ganz großen Sachen. Depressiver, hoffnungsloser, lichtfreier Kunst. Also das ist großartig. Checkt Signing aus. Also die mal Leute, die bei Teratur Possession eher alles blind kaufen, dem brauche ich das wahrscheinlich nicht erzählen, aber die, die mit dem Projekt noch nichts zu tun hatten, wenn ihr Black Metal aller Philosophen mögt und euch das deutlich finsterer vorstellen könnt, dann hört mal rein. Signing mit der Self-Title erschienen bei Teratur Possession und wir sehen uns erst wieder am Montag bei einem Video, weil jetzt die neuen Promos gekommen sind und die werden erst in den laufenden Tagen während den laufenden Tagen verteilt, deswegen werde ich bis Freitag kein Review mehr schaffen, also Freitag wird es keins geben, dann wird es Montag mit der Droop-Diskografie weitergehen und dann gibt es nächste Woche Mittwoch das nächste Review, wo ich noch nicht weiß, was es sein wird. Habt eine schöne Zeit und genießt das Wochenende. Ciao, ciao.